Hallo, heute wieder was aus der Gear Section und zwar möchte ich euch meine Trainingsmunition und auch die Munition zum Blinken vorstellen, die ich selbst benutze. Das ist die Top Shot Competition. In größeren Mengen, wenn man die einkauft, gibt es sie schon für 4 Euro ungefähr. Das ist eine sehr gute Munition mit 8,18 Grain. Steckt H&N drunter, das heißt, das ist eine ungelabelte und was klasse dran ist, ist einfach die Verarbeitung. Das sieht wirklich ein Kelch aus wie der nächste. Ich habe bisher noch keinen gerissenen Kelch dabei gehabt. Verschossen habe ich ungefähr, naja, ich denke mal so an die 10.000 Schuss dürften es gewesen sein. Was mir ganz gut dran gefällt, ich habe die mit der Slavia CZ630, mit der HW35, HW30, mit der Steyr Hunting 5 Automatik, HW40, HW45. HW 97, egal mit welchem Gewehr ich die Munition schieße, die funktioniert auf allen wirklich gut. Ich habe hier mal 2 Scheiben, die ich heute geschossen habe. Mit der Hunting 5 Automatik, seht ihr auf 12,5 Meter, 30 Schuss. Wie gesagt, das kann man bestimmt noch ein bisschen besser machen mit einem anderen Zielfernrohr. Ich habe einen Walther 6 bis 42 benutzt. Aber man sieht einfach, dass da keine großen Ausreißer dabei sind. Hier ist noch eine Scheibe, die ich auch heute gemacht habe. Die ist nicht ganz so gut gewesen, aber auch da sieht man, dass alles wirklich schön in der Mitte landet. Und hier war mal, das ist schon ein bisschen eine ältere Scheibe, die ich mit einer HW35 aufgelegt geschossen habe. Ja, das Gewehr ist ja zum einen sehr treffsicher und zum anderen sieht man auch, dass die Munition doch recht ordentlich im Ziel landet. Wie gesagt, zum Blinken, zum Trainieren. Indoor absolut geeignet. Für draußen braucht man natürlich was anderes. Jo, das ist mein Tipp. Schaut im Internet nach, könnt ihr bekommen die Munition. Ja, danke fürs Vorbeischauen und ich wünsche euch was. Bis bald.